Nichts war in der DDR so geheim wie die Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit. Fast 100.000 Hauptamtliche und etwa 150.000 inoffizielle Mitarbeiter waren Tag und Nacht im Einsatz. Die Bedrohung, die vom MFS ausging, war unbestimmt und unkalkulierbar. Die Methoden waren leise und weitgehend unsichtbar. Eine Kontrolle des MFS gab es nicht. Das ist das Sammeln von Informationen zu einer Person in ihrem Umfeld. Wären Sie Landesvorsitzender der SPD oder der CDU gewesen, dann hätte es mich interessiert. Und ich lasse mir einfach keine Verbrechen einreden. Ich habe sie nicht begangen und wir wurden auch nicht zur Durchführung von Verbrechen angehalten. Ich hatte zu der DDR ein Verhältnis vielleicht wie ein Vater zu seinen Kindern. Gibt es nicht wenige Feinde des Sozialismus? Nicht wenige, das. Aber es war doch nicht so, dass wir irgendwie als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit Berührungsängste mit der Bevölkerung gehabt haben. Das war nicht so der Fall.